Beruhig dich mal, ist ein Satz, den man als Souls-Spieler, Souls-Spieler ist auch ein schweres Wort, nicht hören möchte. Deswegen droppe ich den auch bei Jan nie. So, was haben wir jetzt hier Wichtiges? Ist da drüben jemand? Jeep! Ich spüre da etwas, Takuma. Ein gruseliges Clownsgesicht? Ja, schau mal nach, aber vorsichtig. Da! Ah, Hilfe! Rettet mich! Moment mal, seid ihr nicht Freunde von Lady Mio? Oh, ich erinnere mich an dich. Heiliges Kanonenrohr, hatte ich Angst. Ist ja schon gut. Oh, die Wunde sieht aber übel aus. Wird es mit uns kommen? Ah, hier gibt's nichts mehr zu tun. Achso, muss ich Palmon nicht mehr anreden? Nee, okay. Bitte rette es nicht. Hauke, da habe ich auch dran gedacht, aber ich dachte, den kann ich jetzt nicht droppen. Aber ich wollte. Dann gucken wir mal hier weiter. Es ist mittlerweile übrigens sehr düster geworden in diesem Raum. Die Sache ist, wenn ich streame, macht Jan irgendwie nie Anstalten, das Licht anzumachen. Der lässt mich hier einfach immer im Dunkeln hocken. Wenn er streamt, mache ich immer das Licht an, weil er die Cam anhat und ne, ist da so ein schwebender Kopf irgendwie. Aber er immer so, nö, lass die Alte doch im Dunkeln da sitzen, ich bin am Zocken. So, wir haben Mio, Spielgeräte und Zelt. Da noch irgendwas? Biomon, Saki. Okay, fangen wir mal Mio einfach an. Echt mal, boah, Jan. Mio ist ganz kribbelig. Kurz mal wieder speichern. Hast du jetzt anhand des Bojans im Chat interpretiert, was das Problem ist? Nö, ich hab's so halb von dir gehört. Warum hör... Wenn... Jetzt ohne Witz. Wenn ich mit dir rede im Alltag, ohne dass du Kopfhörer auf hast, hörst du mich manchmal einfach nicht. Und wenn du Kopfhörer auf hast in meinem Stream, dann hörst du, was ich sage? Ein selektives Gehör halt. Ich fühle mich sehr angegriffen. Was ist denn das? Habe ich jetzt gespeichert vor Schreck? Ich weiß es nicht. Öfter streamen, weil Jan mehr auf dich hört. Ach so. Wenn du mehr Geld verdienst. Was soll ich tun? Schnell weiter, um mehr Digimon zu verarzten? Hm. Oh. Nee. Wollte sie nicht unbedingt hören, glaube ich. Dann laden wir das nochmal einmal kurz neu. Gucken, ob sie das andere vielleicht hören möchte. Ich dachte, dass sie vielleicht, weil sie so erpischt drauf war, den Digimon zu helfen, dass sie vielleicht Gotta Go Fast machen möchte. Möchtest du lieber eine Pause einlegen? Einatmen, ausatmen. Aber manchmal ist eine Pause auch mal ganz wichtig. Was? Bin ziemlich durchgedreht. Aber hat funktioniert. Nice. Wie viele Punkte hat es jetzt bei Mio eigentlich gegeben? Einmal im Menü gucken. Mio, Mio, Mio. 67 immerhin. Ja, ich glaube auch Woggle. Spielgeräte, Dingsterbumster. Biomon, you okay? Kann ich dir was zu trinken bringen? Ein Kissen? Irgendwas? Guten Morgen. Ich glaube nicht, was... Muss Bioman jetzt hier einfach verrecken? Du musst seine letzten Worte anhören. Was? Was passiert hier? Ich glaube, Bioman ist gerade einfach gestorben. Okay. Wobei ich mich gerade so ein bisschen frage, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, entweder ist es natürlich gescriptet einfach, oder wir haben ja verschiedene Digimon gehabt auf der Map, dass quasi immer das, was du zuerst besuchst, überlebt und die anderen halt sterben. Wir waren jetzt zuerst bei Patamon, dementsprechend haben wir vielleicht Patamon gerettet. Und da Biomon nur Nummer 2 war, ist Biomon jetzt krepiert.
Hätten wir es umgekehrt gemacht, ne? Keine Ahnung, kann aber natürlich auch einfach gescriptet gewesen sein. Saki haben wir noch. Oh Gott, Saki, da weiß ich nie, was ich sagen soll. Sie hasst mich gefühlt einfach. Ich finde sie richtig cool. Aber irgendwie steige ich da nicht so ganz hinter, was sie hören möchte. Deswegen wieder einmal speichern. Ich gebe zu, ich bin jetzt nicht besonders traurig. Woggle, das ist schon sehr verständlich. Habe ich jetzt... Ich gucke mal in den Chat, während ich speichere. Und ich habe nicht gespeichert, bis ich nicht gesehen habe, dass ich gespeichert habe. So. Wie bringe ich sie dazu, wieder nach vorne zu schauen? Agumon zu Hilfe holen, Floramon zu Hilfe holen oder sie aufmuntern? Es könnte halt alles sein bei ihr. Möchtest du von mir aufgemuntert werden? Na? Na? Nein, möchte sie nicht. Also beziehungsweise sie klang jetzt eigentlich ganz gut, aber ich habe keine Pluspunkte bekommen. Und ich will Pluspunkte. Gib mir meine Punkte. Sie hasst mich wirklich. Floramon? Floramon vielleicht besser im Aufmuntern als ich? Ja, sag doch mal was Schlaues, Floramon. Ist Floramon schlau? Okay, Floramon ist offiziell cooler als ich, solange es nicht digitiert. Haben wir, glaube ich, alle, ne? Ja. Wer ist denn dann hier noch im hohen Gras versteckt? Auch wenn das Gras sehr dünn aussieht. Als wenn da so ein bisschen Paper Mario-mäßig einfach ein Stück Pappe stehen würde. Uah! Ich spüre da etwas, Takuma. Schau mal nach, aber vorsichtig. Da! Ah, stopp, lass mich los. Ich bin ganz zäh, ich schmecke nicht. Moment mal, was? Seid ihr nicht Freunde von Lady Mio? Oh, das sind die gleichen Dialoge, die wir auch bei Palmon schon hatten. Okay. Die Dialoge, wie gesagt, die sind halt jetzt nicht so extrem spannend. Aber schön, dass wir so ein bisschen Freizeitpark Reloaded haben. Wir müssen jetzt wirklich nochmal die ganzen kleinen Kartoffeln aufsuchen. So. Palmon ist am Meditieren da hinten, glaube ich, oder ist im Stehen eingeschlafen. Hier ist auch wieder nichts, okay. Professor. Wobei ich bei dem ja keine Pluspunkte sammeln kann, aber uns haben noch keine Gegner angegriffen, das stimmt. Aber die werden gleich aus dem Busch springen, sobald wir hier fertig sind. Oh. Ja gut. Er meint, eventuell haben die ihr Ziel erreicht und dementsprechend greifen die uns gar nicht mehr an. Vielleicht wollten die hier nur kurz durch. Oder was ich mir halt auch vorstellen könnte, dass sie vielleicht Digimon schnappen wollten, weil der potenziell Wissen für uns hat und das vielleicht geschafft haben und jetzt wieder weg sind. Sollen wir kämpfen? Die Rettung hat Vorrang. Was haben die vor? Das ist eine hervorragende Frage. Du hast aber leider auch keine Ahnung. Das Endziel ist die Opferung von Kindern, um den Nebel aufzuhalten. Es ist ja eben so die Sache gewesen, dass die Digimon ja die Menschenkinder opfern, um diesen Nebel eben loszuwerden, der halt super gefährlich ist. Aber woher dieser Nebel wirklich kommt, wissen wir ja auch nicht. Also ich meine, es ist irgendwo legitim, dass die ihre eigene Welt retten wollen, aber auf Kosten der Menschen ist natürlich, ne, nicht so supi. Deswegen da auch mal gucken, wie das vielleicht irgendwann mal erklärt wird. So, Palmon, lebst du noch? Wie sieht's bei dir so aus? Guten Tag. Moment, was? Ich überfliege die Texte ja gerade nur, aber hat Kaito gerade sein Shirt zerrissen? Okay.
Ich meine, es ist nett, dass er das quasi genutzt hat, um Palmons Wunden zu versorgen, auf jeden Fall. Aber dass er jetzt wahrscheinlich gefühlt hier oben ohne steht, weiß ich jetzt nicht so. Kaito? Ja gut, ist nur noch Kaito. Das hätten sie schon im Sprite zeigen können. Echt mal, ne? Das heißt, wir haben aber jetzt auf jeden Fall nochmal eine Chance, Pluspunkte bei Kaito zu sammeln. Das heißt, einfach unfreundlich sein. Moment, wir speichern natürlich einmal kurz. Um Kaido zu beruhigen, sage ich, dass die Rettung der Kleinen Vorrang hat, dass ich Miyuki retten will und dass Jijimon Vorrang hat. Die Sache ist, er hat ja gerade auch gemeint, es sind Mios Kleine. Dementsprechend könnte es sein, dass er das hören will, weil das ja quasi Mios Freunde sind und er ist ja sehr fixiert auf Mio, aber ich habe keine Ahnung. Okay. Also, nein, das Alter ist zurück! Das heißt, bei Kaito ist es eigentlich recht simpel. Du musst entweder richtig unfreundlich sein oder irgendwas nehmen, was Mio erfreuen könnte. Simple Logik. So, und dann war hier noch was im Busch. Wen haben wir diesmal? Biomon würde noch fehlen, glaube ich. Highspeed Biomon? Lass mich los! Gut, und das sind ja die Texte, die auch alle drei immer hatten. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal alle Verletzten gesammelt und noch ein paar Pluspunkte bekommen. War jetzt nicht sonderlich spannend, aber gut. Außer das eine Biomon. Nara, zugi wa teki o boko boko ni. Jijimon. Jijimon o tasuke de hanashi o kiku n desho? Ee. Konkai wa jōhou shūshū ga sai yūsen. Mochiron, kega shita ko o mitsuketara kyūjū wa suru kedo. Nani yori mo Miyuki-chan o tasukeru hōhō o mitsukenai to. Jijimon ga iru no wa gyokuza no ma. Kann ich da bitte direkt hin? Weil ich erinnere mich, dass diese Passage, um zum Thronsaal zu kommen, auch nicht so unglaublich spannend war, weil ich dadurch verschiedene Gänge durch musste und Fallen ausweichen musste. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass ich eventuell das diesmal nicht machen muss. Es ist unglaublich, wie Jijimon finden. Und wir können jederzeit angegriffen werden. Okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Hoho! Sono koe wa Miu ja na? Jijimon!
Also ihr wisst, ne? Wenn in Zukunft jemand vor eurer Tür steht, nicht die Tür aufmachen, einfach ein Loch in die Wand schlagen. Kein Ding. Passen wir da alle durch? Scheinbar ja. それにみんなもよく来てくれたのう。ジジモン、心配したよ。ははは、ミュも元気そうじゃな。よかったよかった。ジジモン、本当に無事でよかった。一体何があったんです？ここ最近、主の眷属どもの動きが活発での。 戦いの者らを集めて、ここで籠城しておったのよ。どうして眷属はここを襲ったんでしょう。わからんの。訳も分からず襲われ続け、みんなかなり怯えておった。そうだよね。訳も分からず襲われるって怖いよね。それよりタクマ、聞かなきゃいけねえことがあんだろ。 ジジモン、僕らの仲間が一人、主に意識を乗っ取られてしまったんです。何？主に？それは本当か？はい。彼女の体に主の意識が入って。Aber ich kann ihm nicht sagen, dass Miyok diesen Ort angreift. 僕たちは彼女を助けたいんです。ジジモン、お願いします。 何か方法を知っていたら教えてください。すまないが、お主たちに教えられる知識はそう多くはない。意識を乗っ取る力を持つ者はいくらか覚えがある。じゃがそれが主となると話が変わってくる。 Die Aussage, ich kenne viele, die solche Fähigkeiten besitzen, finde ich übrigens nicht sonderlich ermutigend. Das kann nicht sein. Was ist denn aus Miyuki? Und dieser Welt? Und unserer Welt? 外からできることはひたすらその者の心に訴えかけることだけじゃ。何度も何度も呼びかけて心の扉をノックし続ける。Das klingt gerade legitim so ein bisschen wie die Kryptoerlösung aus Pokémon Kolosseum und XD. Können wir nicht einfach versuchen, Miyuki in den Kryptobiss zu setzen? Vielleicht klappt das ja. それも 対処療法でしかないでの、最終的には主と対峙して戦って取り戻すしかない。Sie immer wieder ansprechen? Aber wie lange? Und in der Zeit wird die Welt... Den Meister zu besiegen ist leichter gesagt als getan. Haben wir eine Chance gegen ihn? Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Irgendeinen anderen Weg, um... Kryptobiss! Oder die Celebi-Flöte. Ja, die können wir auch mal probieren. Also wirklich, weiter sind wir jetzt nicht unbedingt. Was sollen wir machen? Den Meister besiegen, sie weiter ansprechen, einen anderen Weg finden. Ich finde halt, Meister besiegen klingt irgendwie sehr utopisch aktuell. Sie weiter ansprechen. Habe ich irgendwie nicht wirklich viel Lust drauf. Gibt's noch einen anderen Weg? ほかに方法はないんですか？誰か他に知ってる人がいるとか。すまぬ。昔の記憶を遡れば心当たりくらいはあるかもしれんが、すぐには出てこんの。そんな。
力になれず申し訳ない。Dann können wir Miyuki nicht retten. Ich ziehe bestimmt gerade ein schreckliches Gesicht. Die anderen wirken sehr betrübt. Selbst Kaito wirkt untypisch niedergeschlagen. Wahrscheinlich hatte er noch Hoffnung. Aber die Lage ist wirklich hoffnungslos. Wir können weder Miyuki noch die Welt retten. Takuma. この音は。タクマ、敵だ。この感じ、間違いねえ。眷属ってやつだ。みんな、扉から離れて。Was tut sie jetzt?Ist da irgendwie eine Falle oder so, die sie auslösen kann? Miu, nani yatteru da? Teki ga kuru zo. Matte, mou sukoshi de. Tashika, ano toki to kawatte nakereba, koko ni. Also entweder ist da ein Knopf für eine Falle oder sie verrichtet da gerade ihr Geschäft. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht auch eine Kombination aus beiden Sachen.でもその前にあいつらだけでも蹴散らさないと。逃げてる間に背後をつかれれば。やるしかない。みんな一人にならないように気をつけて。協力し合えば必ず切り抜けられるわ。そうよ、みんなの力を一つにすればこんな状況だってなんとかなるわ。 Wir sind nicht allein. Wenn wir zusammenarbeiten...Huch! Hi! Shijima, woke no teo nigite. Do stan des ka? Washi ni, konna koto o yu shikaku ga nai no wa wakatte oru. Ja ga, yuasete kure. Kono sekai o sukutte kure. Onushi ra ni totte wa, tsuraku kibishii dake no sekai ja rou ga. Sore de mo.わしらにとっては故郷なんじゃ。じゃから頼む。シジモ。Ich habe keine Ahnung, was wir tun sollen. Aber trotzdem. わかりました。任せてください。来るわ。こんな状態じゃ話し合いなんてできそうにないわね。タクマ君、もし危険だと判断したら彼女に立ち向かうわよ。いい？Kann ich das? Kann ich gegen Miyuki kämpfen? いや、きっとではあるはずだ。Jedes Kapitel hat ja bis dato eigentlich immer so Zwischenbosskämpfe gehabt und dann so ein, ich sag mal, Final-Bosskampf fürs jeweilige Kapitel, plus halt die optionalen Kämpfe zwischendurch. Ich hoffe aber sehr, dass es jetzt nicht in jedem Kapitel so sein wird, dass einfach jeder Kampf Miyuki und die Kensoku sein wird, nach dem Motto: Oh, sie haben uns aufgespürt!Erstmal kämpfen. Dann sind die wieder weg. Oh, sie haben uns aufgespürt. Erstmal wieder kämpfen. Oh, sie haben uns wiedergefunden. Ich hoffe sehr, dass es nicht so sein wird. Aber ich meine, gut, wir haben aktuell leider auch keine wirkliche Möglichkeit, das so richtig zu klären. Ah, Agumon ist gesetzt. Wie viel darf ich noch mitnehmen? 3 nur. Aber hier sind... Da ist ein Diktor! Gut, hier ist wieder das...Ding der ersten Klasse, du bist die dritte Klasse, bist du die zweite? Ah ja. Und da ist noch eine Truhe. Und da ist auch noch eine Truhe.
Okay, dann würde ich sagen, wir machen hier nochmal eine kleine Pinkelpause, kümmern uns dann um den Kampf und keine Ahnung, was wir dann machen, ehrlich gesagt. Momentan fehlt irgendwie noch so ein bisschen die zündende Idee. Deswegen bin ich mal gespannt, in welche Richtung sich das so entwickeln wird. Aber wie gesagt, vorher mal ein kleines Päuschen. Wer weiß, wie viele Gespräche danach noch kommen. Und dann gucken wir mal. Wen nehme ich denn jetzt mit? Ist so die Frage. Da ich ja sowieso bei den Typschwächen nichts falsch machen kann, kann ich ja theoretisch auch jeden mitnehmen. Cherubim, Dankeschön für 56 Monate Treue. Super lieb von dir. Ist halt auch so die Frage, ob ich so langsam anfange, wirklich nur noch gezielt Digimon zu trainieren, weil ich ja eh nie alle mitnehmen kann. Ich weiß es nicht. Aber ich finde halt diese Kensoku schon bedrohlich, muss ich sagen. Deswegen würde ich eigentlich schon gerne auch ein bisschen Wumms mitnehmen. Das heißt, ich denke, ich werde auf jeden Fall Falcomon noch mitnehmen. Und wahrscheinlich auch Labramon, weil Labramon halt diesen Skill hat, mit dem sie halt einmal heilen kann. Was ganz cool ist. Und dann ist so die Frage, wen ich noch mitnehme. Ich muss halt auch sagen, ich finde halt Metallgreymon, Cerberusmon und Yatagaramon echt gut. Ich bin nicht so der größte Fan von Myotismon und Mermaidmon. Noch nicht mal wegen Digimon selbst, sondern einfach so wegen den Angriffen, die sie haben und wie sie sich so in den Kämpfen machen. Ich müsste wahrscheinlich eigentlich Floramon noch zum Leveln mitnehmen, ne? Ja, komm. Nehmen wir Floramon noch mit. Also Agumon darf mir nicht abkratzen, habe ich gerade gesehen. So, das heißt, wir können auf jeden Fall zuerst mal deine Reichweite wieder erhöhen. Das finde ich nämlich immer so praktisch. Falcomon hat so eine enorme Reichweite sowieso schon, gerade wenn er digitiert ist. Wobei, keine Ahnung, ob das wirklich so einen riesigen Unterschied macht, aber einfach die Tatsache, dass er halt fliegt und über alle Hindernisse drüber hinwegfliegen kann, ist halt schon sehr viel wert. Und dann noch mit dem Skill von Minoru ist schon ganz nett. Ich glaube, bei Falcomon wäre ich auch gar nicht so böse, wenn es das Mega-Level nicht schaffen würde. Ich meine, Minoru wäre so der Kandidat, wo ich das Mega-Level am ehesten holen wollen würde, wenn ich es halt forcieren könnte. Was aber leider nicht wirklich geht, weil man ja nur so und so oft mit jedem Charakter überhaupt reden kann in der Freetime. Kann ich den Kleinen eigentlich rausnehmen? Lass mich mal gucken. Aber ich finde halt Yatagaramon an sich halt schon richtig cool. Das macht nicht ganz so viel. Das macht schon sehr viel von der Seite. Ach, es ist aber auch... Also es gibt ja kein Typvorteil im Sinne von Virus, Datei und Serum. Aber es gibt ja noch die Elemente. Und Barbarenkaiser ist zum Beispiel eine Lichtattacke. Und der Dude hier hat bei Licht, ich glaube, minus 100 stand da. Das heißt, der ist super lichtanfällig. Dementsprechend kann ich ja doch so ein bisschen vorteilhaft angreifen. Kann dem nämlich schon mal enorm viel Schaden drücken, weil er eine Lichtschwäche hat. Wie drehe ich mich jetzt? Ich habe keine Ahnung, ich werde eh immer von irgendeiner Seite angegriffen. So, hier können wir auch einmal die Werte steigern. Und gerne auch einmal direkt digitieren. Wobei ich es immer noch... Ach ja, stimmt, es gibt ja noch eine Stufe über Mega. Mal geschaut, wenn wir Mega kriegen. Vielleicht irgendwann demnächst mal? Gerade wenn es noch eine Stufe über Mega gibt, die vielleicht... Wobei die Stufe über Mega könnte halt auch wirklich erst im... New Game Plus überhaupt freigeschaltet werden, keine Ahnung. Oder ein True Ending. Aber Mega Level könnte ruhig gerne bald mal kommen, hätte ich schon Bock drauf. Reicht doch ein normaler Angriff? Ja. Tschüss. Dann ist nämlich das Ding schon mal weg. Schlimm genug, dass ich da gleich ein bisschen gesandwiched werde. Du kannst auch gerne schon mal einmal digitieren. Jetzt habe ich nur schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Kann nicht so wichtig gewesen sein.
Es hüpft! Das sah ein bisschen creepy aus.